Salvete und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Gothic 1. Nachdem wir in der letzten Folge das sonderbare, mysteriöse Schwert gefunden haben, von dem sich alle Orkschamanen fürchten, werden wir es diese Folge mal wieder zu Xaras zurückbringen, damit er das identifizieren kann und uns mal sagen kann, was wir damit anzufangen haben. Doch zuvor gab es irgendwo noch einen Weg, beziehungsweise gab es noch ein paar verschlossene Tore und einen Drehschalter irgendwo in der Mitte. Genau das war dieser Raum. Und vielleicht macht es Sinn, diesen Raum vorher mal zu erkunden, bevor wir dann aus dem Tempel rausgehen. Okay, da sieht schon mal ganz gut aus. Erstmal speichern. Yep. Nächster Versuch. Genau, erstmal speichern, denn ich vertraue den Steinen irgendwie nicht so wirklich. Auch nochmal, bevor wir den Lichtzauber anwenden. Nehmen nochmal einen Trank. So. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Oh, hier sind nochmal Minecrawler. Gut, das wäre jetzt, glaube ich, das wäre jetzt der andere Gang, den wir nehmen hätten können. Aber dann laufen wir so wenigstens zurück zum Ausgang. So, da können wir drüber springen. Sehr gut. Und was machen wir mit den Schaltern? Naja, das, was wir immer mit Schaltern machen. Wir drehen sie. Wie? Können wir nicht drehen? Ah, okay. Müssen wir uns hier hinstellen, damit wir den drehen können. Okay. Schon wieder ein Tor. Ich habe da kein so gutes Gefühl dabei. Hier, es ist wieder zu. So, jetzt haben wir hier Schalter. Okay, da ist eine Wandmalerei. Okay. Ah, okay. Dieser Schalter öffnet die beiden Tore. Und was macht der Schalter da nebendran? Ah, okay, der Schalter öffnet nur ein Tor. Gut, dann nehmen wir doch den linken Schalter, der beide Tore öffnet. Okay, die Tore sind schon mal offen. Und das Tor nebendran. Jawohl, ist auch offen. Okay, super. Da stehen auch wieder schöne Tränke. Die holen jetzt auch gleich. Und da sind wieder Crawler. Den nicht rankommt, machen wir das so. Zur Not hilft immer der gute alte Feuersturm. So, können wir hier noch hoch.
Ja. Ne, da ist aber nichts mehr. Okay. Also warten wir durch das Wasser zurück. Betätigen den Knopf für den Aufzug. Ja, ziemlich advanced Technik damals schon. Es gab zwar keinen Strom, aber es gab schon Mechanismen, die einen Aufzug betreiben konnten. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder dahin zurück. Können wir da drüber springen? Ja, sieht auch ganz gut aus. Wir hoffen, dass uns Akrobatik hier nicht wieder Kopf und Kragen kostet. Oh, das sieht aber diesmal echt gut aus. Okay, das war jetzt leichter als erwartet. So, dann sind wir hier im Trollfaustraum. Der heißt so wegen der Waffe, die Trollfaust. Und hier haben wir auch wieder einiges an Tränken. Sieht aus wie ein Geschicklichkeits- und ein Stärketrank. Genau, Geschicklichkeit plus 8. Oder sind Dämonen wieder hinten dran? Maximales Leben und Stärke, genau. Ja, dafür, dass wir nicht einmal Geschicklichkeit trainiert haben, sind wir jetzt bei 53 Geschicklichkeit. Von daher, ja, gar nicht mal so schlecht. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Es geht ja noch weiter. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Dämon. So, noch mal ein bisschen Licht. Die Kriegerstimme. Jetzt glaube ich auch unsere dritte Kriegerstimme, die wir glaube ich haben. So, Tränke sind hier auch keine mehr. Dann geht's hier weiter. Nein, nicht schon wieder so ein Templar. Du Wurm, greifst mich an. Ja, das tun wir. Genügend Stärke, den kriegen wir doch auch jetzt platt, oder? War doch okay. Ja, Magie ist halt echt viel angenehmer. Gerade gegen diese fanatischen Templer. So, gibt es ja noch irgendwo einen, der Lust hat, uns zu bekämpfen. So, vielleicht sollten wir noch ein bisschen Mana auffrischen und ein bisschen Leben, denn ja, sieht schon ziemlich nah nach Ende aus. So, und da ist auch schon der fünfte Ork-Schamane. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Ja. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Ja, gute Idee. Und weg. Ja, wie ihr gerade alle gesehen habt, dem machen wir keinen Schaden. Oh, das ist ein Dämon, den nehmen wir auch mit. Genau, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was wir da tun müssen. Wir haben hier das sonderbare Schwert gefunden, von dem alle Ork-Schamanen Angst haben. Das heißt, wir gehen jetzt zu Xardas. Ah, schon wieder.
und bitten Xaras mal wieder um seine Hilfe, damit er uns endlich mal die Macht verleiht, gegen diesen Ork-Schaman, gegen den wir gerade eben echt ziemlich alt ausgesehen haben, auch mal zu bestehen. Das heißt, nichts wie raus aus dem Ork-Tempel. Oder aus dem Schläfer-Tempel. Immer diese kleinen Wände, wo wir hochspringen müssen. So, wir haben jetzt mittlerweile 50 Lernpunkte, die wir auch gleich in Mana investieren können. Und dann können wir endlich die ganzen Tränke nehmen, um unser Mana nochmal richtig zu boosten. So, jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg finden, um hier rauszukommen. Kommt die ganze Landfälle her. Die haben doch alle platt gemacht. Da ist noch so einer von denen. Ja, ein hoher Tempelwächter. Okay. Auch ordentlich Erfahrung. Aber da wir Untote vernichten können, auch wieder ein Klacks. Ja, alle wieder neu gespawnt. Aber sind ja kein Problem für uns. Noch ein Skelettmagier. Noch mehr Tempelwächter. Skelettmagier. Das war der falsche Zauber. Also, man sieht, Untote vernichten wirkt hier deutlich besser als unser Feuersturm. Ja, der Magier zeigt seine Vorzüge, ich kann es nicht oft genug sagen, aber halt wie immer erst ganz zum Schluss vom Spiel. Aber genau dann, wenn es am wichtigsten ist, glänzt der Magier. So, hier haben wir alles geholt. Das heißt, jetzt geht's ab zu Xaras, damit er uns mal ein bisschen unter die Arme greifen kann. So. Wir kommen auch leider nicht mehr auf die andere Seite des Tores, weil wir unsere Spruchrolle benutzt haben. Das heißt, wir müssen uns direkt von hier aus teleportieren. Auf 8. So. Dann statten wir Xaras mal einen Besuch ab. Hallo Xaras. So, 6er Kreis. Kannst du mich unterrichten? Oh ja, sehr schön. Ich werde dich in den 6. der magischen Kreise aufnehmen. Vielen Dank. Denn wisse, nur die mächtigsten Magier werden in den 6. Kreis aufgenommen.
Er ist denen vorbehalten, deren Leben ein Zeichen ist. Dein Zeichen ist die Verbindung der Elemente. Mit dem sechsten Kreis bist du in der Lage, die Magie sämtlicher Runen anzuwenden. Und vergiss nie, fordere nicht die Macht, sondern diene ihr. Alles klar. Und wir haben eine wunderschöne Robe bekommen, die Robe des Dämonenbeschwörers, die auch nochmal ein gutes Stückchen stärker ist als die Robe, die wir, oder die Rüstung, die wir jetzt gerade eben noch gehabt haben. Und jetzt wollen wir auch direkt nochmal schauen, was er für uns hat. Ich suche magisches Wissen. So, hast du ein paar schöne Runen? Nein, tatsächlich nicht. Schade. Gut, dann reden wir mal, was wir gefunden haben. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Oh, wirklich? Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Mhm. So, und jetzt... Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Wichtiger. Zeig mal her. Scheint ihm zu gefallen. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Ja, was müssen wir dann tun? Uriziel besaß unglaubliche Kräfte. Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Und kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. Und wir wissen ja, wo eine ist. Etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Okay. Und was machen wir denn derzeit? Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Alright, das werden wir auch tun. So, Xaras hat uns jetzt zu seinem alten Turm geschickt. Genau, den alten Turm, den haben wir schon gesehen. Da sind wir auch schon mal ein paar Mal vorbeigelaufen, als wir auf dem Weg zum alten Kastell waren. Oh Gott, eben haben wir den auch gesehen. Sieht man den von hier aus? Ja, da sieht man die Spitzen von hier aus. Das heißt, da laufen wir jetzt hin. Und jetzt können wir auch... Oh, die Robe ist schon sehr schön. Genau, da laufen wir jetzt auch hin und schauen mal, was da so drin ist. Und ich kann euch schon mal eins vorab sagen, da ist auf jeden Fall eine sehr schöne Überraschung drin. Für die, die das Spiel schon gespielt haben, die wissen, was jetzt auf uns zukommen wird. Und die anderen können sich da jetzt erstmal richtig freuen.
So, aber erstmal müssen wir in den Turm rein. So schwer ist es gar nicht reinzukommen, wie Xaras gerade eben gesagt hat. Natürlich müssen wir zwar einen eigenen Weg dahin finden, aber der Turm ist im Wasser. Wir können schwimmen. Vielleicht gibt es ja da eine Verbindung. So, da sind wir schon im Turm. Und dann tauchen wir mal ab. Mal gucken, wie lange der namenlose Held die Luft anhalten kann. So, da sind wir. Und wie ihr sehen könnt, wieder eine Menge an Untoten. So, ein paar Skelette, aber das waren nicht die schlimmsten, sondern gibt es auch noch Zombies. Die Zombies versuche ich aus der Entfernung platt zu machen. Ihr hört auch wieso. Die schreien doch ziemlich laut, wenn die hops gehen. Und das ist ziemlich unangenehm. Ja, das Gute an Zombies ist, die sind sehr langsam. Das heißt, wir können es schön hier unten hinstellen und einfach da hochschießen. Aber man sollte die nicht unterschätzen, denn die teilen nämlich ganz schön aus. So, dann gehen wir nochmal weiter rein. So, ein bisschen Licht schadet nie. Das sind noch ein paar von denen. Da sind noch ein paar. Ausrauben können wir die auch nicht. So, und da sind schon die Truhen. Okay, das war schon mal nichts Wertvolles und nichts Seltenes. Ein paar Tränke stehen noch rum. Schauen wir mal rein. Oh ja, das ist die Truhe, von der Xaras gesprochen hat. Hier haben wir die antike Erzrüstung. Und da ist auch die Überraschung, der Teleport zu den Feuermagiern. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass immer die Teleportkreise bzw. die Punkte, zu denen man sich teleportieren kann, immer mit einem Pentagramm hinterlegt sind. Das heißt, auch jetzt im neuen Lager bei den Wassermagiern steht der Saturas auf einem Pentagramm. Xardas Teleportpunkt ist auch ein Pentagramm auf dem Boden aufgezeichnet. Der einzige, der jetzt halt, oder wo es kein Pentagramm ist, ist das Sumpflager. Da teleportieren wir uns ja auf den Tempelvorplatz. Aber das ist jetzt mal eine Ausnahme. Ja, und das letzte Pentagramm haben wir gesehen, als wir den Schwur des Feuers abgelegt haben. Genau, und da werden wir uns jetzt auch teleportieren. Und da wir ja wissen, dass wir, oder beziehungsweise, dass das alte Lager uns feindlich gestimmt ist, schauen wir mal, wie diese Konfrontation endet. Na dann, let's go! Hey du! Was willst du hier? Geh oder ich ruf die Wachen! Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone... Du hast da drinnen nichts zu suchen! ...brauchen wir dich nicht mehr. Wo ist Stone?
hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt! Ja, verschwinde. Ja, und jetzt? Ich glaube, hiermit wurde die Begegnung mit Gomez getriggert. Das wird dir noch leid tun. So, okay. Ja, an Gomez müssen wir uns auch rechnen. Na, wie viele Lauten hat er? Er hat einen Schlüssel, das ist auch gut. Das ist auch wichtig. So, Choristo. Das Erz brauchst du eh nicht mehr. Das auch nicht. Das wird dir noch leid tun. Okay. So, jetzt schauen wir erstmal, was die Rüstung kann. Ob die stärker ist als unsere aktuelle. Ja, ein bisschen. Also, was Schutz vor Waffen und Pfeilen angeht, auf jeden Fall. Aber Schutz vor Magie ist, ja, ist ein bisschen schlechter. Oh je. Ist hier noch irgendwer? Außer ein toter Magier. Na gut, dann würde ich mal sagen, los geht's zu Gomez. Oh, hier ist Raven. Das Problem ist, ziemlich viele. Ska ist das größte Problem. Ja. So, erstmal heilen. Genau, Ska ist das größte Problem. Ska hat nämlich, wie in einer der ersten Folgen gesagt, auch die stärkste Armbrust. Bedeutet. So. Der macht halt auch ordentlich Damage. Das wird. Na gut. Dann heben wir das auch gleich mal alles auf. Noch ein bisschen Licht. Und gehen wir auf die anderen hier los. Ja, viel Schaden machen die zum Glück nicht, aber wenn natürlich viele Gardisten auf uns drauf schießen, irgendwann mal merkt man doch, dass da ein bisschen Schaden auf einen zukommt. Feigling, komm zurück! Ich komm zurück, keine Sorge. Da brauchst du keine Angst zu haben. Oder vielleicht doch. Ein richtiges Massaker hier. Aber wir müssen dazu sagen, wir haben nicht damit angefangen. Die Gardisten wollten sich mit uns anlegen. Und wir haben uns eigentlich nur ge... Oh Gott, Arthur, noch einer. So, hallo Taurus.
Okay. Jetzt dürften eigentlich alle Erzbarone tot sein. Wir haben Bartolo, der gerade eben auf uns gewartet hat. Wir haben den guten Raven. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du bist schon tot, du Wann. Ja, du bist tot. Guter Torus. So, wir haben Raven. Wir haben Scar. Ich glaube, den haben wir auch ausgeraubt. Das ist nämlich wichtig, denn Scar hat ja nicht nur die stärkste Armbrust, sondern er hat auch das stärkste Einhandschwert, was wir jetzt direkt anlegen werden. Oh, Odizio, sieht auch schön aus. So, und jetzt kommt das Finale, auf das alle gewartet haben. Jetzt muss Gomez dran glauben. Oh Gott, Lisa. Hui. So, erstmal heilen. Oh, den Gardisten kriegen wir. Ups. Gut. Den Gardisten machen wir platt. Gomez haben wir platt gemacht. Ausrauben wäre vielleicht gut. Ne, haben wir schon. So, damit haben wir jetzt auch die stärkste Waffe. Und zwar, das ist Innos Zorn. Ein Stärkepunkt fehlt uns, das war natürlich klar. Innos Zorn ist die stärkste Waffe im gesamten Spiel. Also, sagen wir es mal so. Die stärkste Waffe, die auch Waffenschaden macht, aber da ist ja noch Uriziel und ja, die macht natürlich, oder Uriziel macht ja nochmal ordentlich Damage, aber halt nur voll aufgeladen. So, und das werden wir dann auch gleich tun, doch vorher, das ist Velaya, die sich immer noch badet, machen wir diese Truhen auf, denn hier befinden sich nämlich außer Erz. Das ist die Truhe, glaube ich, genau. Befindet sich auch nochmal ein Stärketrank. Den wir jetzt auch nochmal nehmen werden, damit wir endlich Innos Zorn anlegen können. So. Genau, unsere Werte sehen auch ganz gut aus. 97 Stärke, 53 Geschick. Schauen wir mal, was die Kriegsarmbrust braucht, um angelegt zu werden. Vielleicht können wir die auch schon anlegen. Boah, wir haben echt viele Waffen. Nein, zwei Geschicklichkeit fehlen. Naja, sei es drum. So. Machen wir hier den nächsten Cut. Wir haben jetzt mal, ja, zumindest einen Teil des alten Lagers befreit. In der nächsten Folge werden wir Stone einen Besuch abstatten. So, Stone ist ja der Schmied gewesen, den wir auch kennengelernt haben. Mal gucken, was der so zu erzählen hat. Der ist uns natürlich nicht feindlich gesinnt, das ist schon mal gut. Und genau, danach schauen wir bei Xaras vorbei, schauen, ob er die Formel für Uriziels Aufladung fertiggestellt hat und werden dann Uriziel aufladen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.